Ja, liebe Anita, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute von der Uni Mannheim hierher gekommen bist, kurz bevor du nach Harvard gehst, ans Buffer Center. Du forschst zwischen dem Zusammenhang zwischen Internet und Staatsgewalt. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Beschäftige ich mich in meiner Forschung mit Repression, also vor allem mit der Quantifizierung von Repression, mit den Gewaltstatistiken in Bürgerkriegen und so weiter und so fort. Und der Fokus auf dem Zusammenhang zwischen Internet und Repression kam dann erst durch meine Doktorarbeit. Also ich habe mich schon länger mit der Frage beschäftigt, wie man eben Gewalt quantifizieren kann. Und durch meine Arbeit mit der Human Rights Data Analysis Group habe ich angefangen, zu dem Syrien-Konflikt zu forschen. Und dort waren wir eben auch originär daran interessiert, zu verstehen, in welcher Weise die Zivilbevölkerung von Präsident Assad und seinem Clan getötet wird. Und dadurch bin ich dann zu dem Thema gekommen, inwiefern das Internet eventuell selber einen Einfluss auf diese Gewaltdynamiken haben könnte. Originär kam das daher, dass ein Großteil der Quellen, die wir eben benutzen, Quellen sind, die sehr viel im Internet festgehalten werden. Das heißt, wir haben extrem viele Daten, wo wir zu den einzelnen Opfern, die dort aufgelistet sind, YouTube-Links haben, in denen wir Bilder sehen von diesen Toten. Das heißt, es ist ganz klar, dass dieses Medium irgendwie eine Rolle spielt in dem Konflikt, und es war eben nicht klar, wie. Und dann häuften sich die Berichte des Präsidenten Assad auch, dass das Internet manchmal einfach ganz ausschaltet. Und dann war eben meine Frage, naja, inwiefern könnte das denn mit den Konfliktdynamiken zusammenhängen? Hat dich überrascht, was du am Ende herausgefunden hast? Ja. Also als ich angefangen habe, dazu zu forschen, war ich auch sehr stark ein Verfechter der Demokratisierungshypothese, dass quasi das Internet uns hilft, in Ländern die individuellen Bürger zu ermächtigen und auf die Straße zu gehen und so weiter. Und durch meine Forschung habe ich dann ganz schnell gesehen, dass Staaten sich dieser Mittel eben auch bedienen können. Und gerade im syrischen Konflikt war ich erstaunt zu finden, wie sehr die syrische Regierung eben das Internet in ihre Gewaltstrategie mit einbindet. Also es war ein bisschen ein Augenöffner. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass sehr viele andere Menschen auch zu diesem Thema forschen. Nur dass die meisten sich eben auf die Zensur beschränken und nicht unbedingt sehen, inwiefern die Zensur mit Gewaltstrategien zusammenhängt. Du erforschst ja jetzt ein Thema, also inwiefern Regierungen das Internet nutzen können für bestimmte Gewaltstrategien. Denkst du, dass die Gewaltdynamiken, die daraus resultieren, auch recht neu sind? Oder würdest du sagen, das ist eine andere Form von Repressionsstrategien, die es in ähnlicher Form auch vorher schon gab in Bürgerkriegen? Also ich glaube, dass wir sehen, dass, dass Staaten sich diesem neuen Mittel eben genauso bedienen, wie sich Staaten irgendwann in Printmedien bedient haben. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neues Medium rauskommt, profitieren beide Seiten davon zu einem gewissen Punkt. Und es ist natürlich für beide Seiten auch eine Gefahr. Das heißt, als der Fernseher und das Radio zum Beispiel erfunden wurden, haben auch viele Leute gedacht, dass das vielleicht einen anderen Effekt hätte. Und Propaganda ist schon immer ein großer Teil von den Strategien von Diktatoren gewesen und gerade auch in Kriegssituationen. Deshalb glaube ich, dass es nicht unbedingt was ganz Neues ist. Allerdings sehen wir schon, dass die Art und Weise, wie das Internet aufgefasst wird, wesentlich positiver ist und wesentlich weniger hinterfragt wird, inwiefern es auch ein sehr gutes Propagandamittel für Regierungen darstellt. Und ich denke, das ist was sich aber langsam ändert, und das ist auch was, wo ich gerne mit meiner Forschung beitragen würde. Okay. Gut, wir haben jetzt durch deine Forschung gelernt, dass autoritäre Regierungen das Internet nutzen können, um gezielt auch Gewalt auszuüben gegen ihre Bürger oder eben auch für andere Repressionsstrategien. Was wären aus deiner Sicht mögliche Lösungsansätze? Was müsste die internationale Gemeinschaft tun, wenn dich der Cyberbeauftragte der Bundesregierung um Rat fragen würde für eine Außenpolitik der Bundesregierung? Was würdest du ihm raten?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Strategien, wie man daran gehen kann. Ich denke, eine wichtige Strategie ist es tatsächlich, Oppositionsmitglieder und Aktivisten zu stärken und vor allem auch sie dabei zu unterstützen, zu lernen, wie sie sicher im Internet kommunizieren. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Es bedarf eines gewissen Wissens. Also man muss quasi eine Grundlage haben, man muss eventuell Trainings mitmachen, in denen man lernt, wie man sich vor der Regierung schützt, was die möglichen Angriffspunkte sind. Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Art und Weise, in der wir Aktivisten eben unterstützen können. Und dass wir eben auch lernen, mit sensiblen Daten richtig umzugehen. Das heißt, wenn wir mit Aktivisten Kontakt aufnehmen in Ländern, in denen vielleicht Aktivismus verboten ist, sollten wir uns immer im Klaren sein, dass wir allein durch unseren E-Mail-Verkehr als ausländische Menschenrechtsgruppen zum Beispiel diese Gruppen in Gefahr bringen können. Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Take-Home-Message. Des Weiteren ist es schon so, dass viele dieser Überwachungssoftware, also der kommerziellen Überwachungssoftware, die in Ländern benutzt werden, um Aktivisten eben zu überwachen und dann gegebenenfalls auch hinter Gitter zu bringen oder umzubringen, in der EU zum Beispiel hergestellt werden oder in USA hergestellt werden. Das heißt, wir haben da schon eigentlich auch intern innerhalb der EU Möglichkeiten, diese Exporte zu kontrollieren, und das sollten wir auf jeden Fall stärker nutzen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute hier bist. Danke, dass du heute den Vortrag hältst. Dankeschön. Dankeschön.